Erster Zweikampf von Castro gegen den jungen 17-jährigen Traumstart und fast da! Keine 58 Meter! Castro ist nicht schnell genug bei diesem talentierten 17-Jährigen, der den Ball hineinbringt, Zegniwi. Und zwischen Hummels und Ginter komplett blank, frei, völlig frei. Nach wenigen Sekunden Samuelsen. Es sind 13 Sekunden. Dortmund hat mal einen ähnlichen Fehlstart in Leverkusen. Daran erinnern, dass das schon wieder so losgeht. Aber mein Gott, er ist jetzt nicht an diesem Gegentor schuld. Schon er, Gonzalo Castro, der Zegniwi da laufen lässt, kann Dortmund sofort antworten. Schöne Bewegung von Kagawa. Gar irgendein zweitklassigen Verein aus Norwegen. Und Borussia Dortmund, die das schon irgendwie machen. Hier ist was los in der Skagerrak Arena. Klasse Abschluss und super zuvor. Ocean. Hummels weggecheckt, aber das war fair. Lockwelle, Riesenschuss, 2-0. Zu räumen da draußen. Und dann hat er natürlich auch die Option, links rauszuspielen. Entscheidet sich aber richtig. Castro muss auch spekulieren, dass der Ball nach außen kommt. Zu einfach weggeschenkt. Wer hätte das nach dem Bundesliga-Auftakt gedacht? Der Ballschuss! Das kann nicht wahr sein! Den muss er halten! Ben Rüth an Weidenfeller, der gute Sicht hat. Ein Mannmauer. Der Ball dreht. Klar, das sind andere Bälle, schwerere Bälle. Scheint die Richtung nochmal zu ändern. Weidenfeller völlig überrascht, aber müssen wir überhaupt nicht überdiskutiert. Schlauer Trainer. Mkhitaryan, gute Schussposition. Pech für den BVB. Der Tino Miranda. Er kantert nochmal. Doppeltes Pech, einmal der Postenschuss und dann das Unterwechsel. Kampe. Gündogan. Patzer, das ist das Tor. Das ist das Tor für Borussia Dortmund durch Aubameyang. Da ist der Fehler des jungen Torhüters. Vergeben war. Kampe zögert kurz. Und dann der Lohn dafür, dass er es mal versucht hat. Kein Abseits von Aubameyang, der nicht im Abseits steht. Und dann ist er einfach zu unsicher, der junge Torhüter. Mehrfach im Video auch von den BVB-Scouts gesehen, dass der nicht jeden Ball festhält. Ganz wichtig, dass Aubameyang sofort nachsetzt, richtig steht. Weder im Abseits, noch ein Foul, Treffer zählt. Jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus. Das Auswärtstor ist da, nur noch 1:3. Hummels, super Pass in den Raum. Schmelzer sehr aktiv nach wie vor auf der Seite. Kopfballchance fast für Aubameyang. Und Kagawa! Perfekter Start. Diesmal für den BVB. Super genommen als Aufsetzer. Nicht zu halten. Schnell geschaltet. Und völlig verdient. Mkhitaryan. Gündogan. Gündogan! Exzellent. Bis auf den Abschluss. Jetzt haben sie schon noch einige Torchancen da. Liegen lassen. Perfekte Schussposition. Gündogan beidfüßig. Es ist. Aubameyang, nächster Versuch! Ball den Klasse-Torhüter, sage ich einfach mal, auch vielleicht am Tor vorbeilenken kann. Fehlt ihm auch möglicherweise der ein oder andere Zentimeter. Körpergröße, dennoch Kompliment. Klasse-Parade. Vater ist sein Torwarttrainer. War früher dazu. Wieder schöner Sandspiel. Fast durchgekommen für Aubameyang. Noch die nächste Chance und Aubameyang verstolpert. Ist ausgehoppelt, aber sind das jetzt Tormöglichkeiten? Boah.
Wir warten, was der BVB hier noch zu bieten hat. Mit Marcel Schmelzer und das ist der Ausgleich. Joma Bejong trifft zum 3-3. Nochmal, toller Antritt, dann in den Rücken der nach vorne Richtung Tor laufenden Abwehrspieler. Und dann durch die Beine von Sondre Rosbach. Und damit würde ja schon ein 0-0 im Rückspiel einer Woche ran. Gagawa. Und wieder Schmelzer, super gespielt, direkt. Und kommen sie zu Chancen, das hat in der ersten Hälfte gerade über rechts gefehlt. Schmelzer macht das einmal. Weigel. Kagawa, das geht alles zu schnell. Und da ist das 4-3, er trifft schon wieder. Henrik Mkhitaryan. 7 Tore erzielt haben, 4-mal Aluminium. Aber diese Bewegungen sind jetzt zu schnell und sie können nicht mehr jede Bewegung mitmachen und auch nicht mehr jeden Meter mitgehen. Jeder ist einen Schritt hinten dran, auch in der Mitte. Thomas Grögert kann einfach nicht mehr folgen. Kagawa mit einer brillanten Vorlage für Mkhitaryan. Ramos dazu als eine Anspielstation, bindet 1-2 Gegenspieler. Das macht wiederum Platz, das schafft Platz für die anderen. Beste Tat des jungen Torhüters, ein fantastischer Reflex gegen diesen Dropkick von Gündoğan. So geht's in die letzten Sekunden dieser spektakulären Partie. Grandios von der Flanke bis zum Abschluss und zur Reaktion von Rosbach. Chancen für 10 Tore und das ist wirklich wahr. Immerhin sind es noch 4 geworden. Die Ausgangsposition ist großartig. Marco Reus wird auch wieder dabei sein können im Rückspiel. Bei Lukas Piszczek ist offen, wann er wieder spielen kann. Die offiziellen Aussagen sind, hoffentlich kann er in 2 Wochen wieder trainieren. Aber angesichts der Vorgeschichte von Verletzungen sind die Sorgen da sicher größer. Mehr kann man von einem Playoff in der Europa League-Qualifikation nicht erwarten als von diesem Abend hier in Südnorwegen. Sokratis, wollen wir mal schauen, der hat sich jetzt auch durchgeschleppt, durchgekämpft. Kein Gegentor mehr, seit er dabei ist, auch wenn der, das haben wir deutlich gesehen, heftig umgeknickt ist. Ob das Sprunggelenk einen Einsatz möglich macht am Wochenende, das bleibt abzuwarten. Auch Subotic ja wieder fit und wichtig auch für den jungen Ginter, dass er sich frei gespielt hat in der zweiten Hälfte auf der rechten Seite. Weigel räumt ab, Zweikampfverhalten ist klasse. Sie haben sich eingestellt auf den jungen Dribbler, auf Rafik Zerkleni, wie auch das Spiel von Özbekar. Völlig zu Recht gibt es Beifall, euphorischen Beifall für beide Mannschaften. Für alle, die hier eingesetzt wurden. Das Spiel ist vielleicht sogar am Ende noch wichtiger als der so klare Sieg gegen Borussia Mönchengladbach, der auch eine Stabilität gebracht hat, die dann aber doch nicht da war. Es schien alles auseinanderzufallen. Dortmund stand wirklich auf der Kippe nach 20 Minuten. Aber sie haben sich selbst da rausgezogen. Sie haben sich das selbst rausgeholt
auch weil sie spielerisch einfach viel zu gut waren.